Gerätefinale. Ansonsten im Mehrkampffinale ist es nur einer. Und diese beiden Sprünge müssen ja noch verschieden sein. Oh. Das überrascht mich natürlich. Das ist also eines der schwierigsten Sprünge, die es im Kunstturnen gibt. Ein Überschlag mit Doppelsaale war. Ja, sie haben sehr viele, eine Reihe neue Turner dazu gewonnen. Oh. Dieser Sprung, das müssen wir jetzt in der Zeitlupe nochmal sehen. Entscheidend ist hier, mit welchem Körperteil er zuerst die Bodenfläche berührt hat. Sollte es das Hinterteil. Boah. Also auch eher Überschlag, Doppelsalto. Das ist eigentlich unglaublich, denn noch vor 2 oder 3 Jahren war es also eine Sensation, wenn ein Turner einen solchen Sprung macht. Tschenko aus Kasachstan. Das gibt's nicht. Das ist der vierte Turner. Der vierte Überschlag mit Doppelsalto. Das ist also wirklich. Auch er. Ein Schritt nach hinten. Ja, so hat es irgendwie der Wurm drin in diesem Sprungfinale. Irgendwas Fedorchenko hat bis jetzt noch sehr gute Chancen. Verfolgen wir Junfeng Xiao bei seinem ersten Sprung. Oh. Wunderschön, wunderschön hoch. Vor allem der erste Turner, der auch die Knie einigermaßen zusammen hatte. Aber auch er hat den Doppelsalz zu früh geöffnet. Das konnte er so nicht. Das ist ein Plus für den letzten Springer, wenn man weiß, die 7 anderen Konkurrenten haben gepatzt. Auf jeden Fall. Aber auch er bringt ihn nicht zum Stand. Die Reihenfolge ist natürlich ganz entscheidend in so einem Finale.